Willkommen zurück bei Forst. Wir sind jetzt in der Folge 27. Wer hätte es gedacht, letzte Folge war 26. Der dabei ist jetzt der Bivi. Ew. Und diesmal ein ganz anderer dabei. Nein, Spaß, ist der Kudos wieder mit dabei. Ich habe schon gedacht, hier ist was Gutes dabei. Aber trotzdem, hallo Leute. Und da wird gerade der Belf ist gerade von dem da Bivi. Was macht denn der mit dem? Was machst denn du da? Er tanzt mit mir. Achso, okay. Kopfball. Wo sind wir denn hier gerade? Wir sind okay. In dem Mittagsessen. Das ist der Boss von der. War die dritte Welt, ne? Klingt gut. Ja, wir machen gerade Mittagessen. Ja, der Boss von der dritten Welt und da versuchen wir mal die Herausforderung. Was machen wir? Die Herausforderung oder die Zeit? Ich würde erstmal die Zeit probieren. Ja, weil gut. Dann machen wir das. Ja. Sechs Eier nur schlüpfen lassen. Ich wollte jetzt eigentlich so anbringen, dass Mittagessen echt gut klingt, weil ich heute noch nichts gegessen habe, aber es gehört ja nicht hin. Nee, das ist dein. Erst nach. Das hättest du vorher essen erst können. Erst die Arbeit. Erst die Arbeit, genau, und dann das Vergnügen. Das sollte eigentlich Vergnügen sein hier. Das wird so schön, ey. Wenn man so eine Anlaufstelle hätte, weißt du, so ein eigenes Gebäude für sowas. Und dann kriegt man sowas zugesendet von Leuten, die das gern gucken. Ey, lass ich am Rande, wenn ich den Typen angucke, ist das kein Vergnügen. Ja, aber den kaputt zu machen wahrscheinlich. Okay, wir sollen jetzt in 4 Minuten den kaputt machen. Das heißt, wir müssen mal direkt drauf gehen. He's stuck! Gut, kann ich nicht kaputt machen. Eigentlich müssen wir die kaputt machen. Aber wir sollen nur 6 ausschlüpfen lassen. Au. Das, die kriegst du nicht kaputt. Du musst den so schnell derzeit den kaputt machen. So. Wie soll man das schaffen, nur 6 ausschlüpfen zu lassen? Na, wie gesagt, du musst permanent aufbauen. Achso, ganz schnell kaputt haben. Den musst du ganz schnell kaputt kriegen. Dann nehme ich als nächstes den Hammer. Beziehungsweise Stein halt. Ja. Also wenn wir es nicht schaffen, nehme ich als nächstes den Hammer. Der macht nämlich mehr Schaden. Ja. Bewegt euch mal so, dass ihr mich nicht in dem Ding drin stehen habt. Ich bin kaputt. Ihr dürft euch gegenseitig nicht in dem Ding drin stehen haben. Bewegt euch mal ein bisschen. We will prevail. Das war's. Na, wir haben ja noch 3 Minuten. Halt mal durch. 60 Sekunden musst du noch durchhalten. Oh. Irgendwie. Locker. Noch sieht's gut aus, ja. Oh. Jetzt nicht mehr. Oh. Oh. Alter, wie soll man da bitte noch nur 6 Eier ausschlüpfen lassen? Ja, umrüsten. Gut. Wie soll denn das gehen, dass man da nur 6 Eier ausschlüpfen Ich weiß nicht, ob das geht, den schnell umzuhauen. Ich nehme auf jeden Fall mal den Hammer. Kann den Eiern ja gar nicht mal Schaden zufügen. Das ist das, was mich so irritiert gerade. Hä? Können wir das mit Belfis vielleicht zerstören, die Eier? Warte mal, ich mach nur hier was. Weißt du? Das kann natürlich Belfis sein. Belfis rüberschweben lassen. Was ist denn das hier unten? Stillstehen lädt den Hammer um 30% schneller. Nö. Ach, scheißegal, ich probiere nochmal das Schild. Ah, die Fähigkeiten sind noch drin, na cool. Ich nehme die gleich nochmal und dann. Unverwundbarkeit lasse ich mal drin, ist ganz cool. Stunnen geht ja. Stunnen? Ja, keine Ahnung, ob man den Boss stunnen kann, aber bisher ging das eigentlich bei allen. Klingt gut. Okay. Na dann, zweiter Versuch. Mittagessen. Nom 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 nom. Om nom nom nom. Bin ich mal gespannt, ob das jetzt funktioniert bei mir. By the ancestors. Mal sehen. Massive. Was hast du denn eingestellt? Schießt du mal Belfis über das Ei rüber. 5 Markierungen schlage ich schneller zu, habe ich. Ja, das geht. Ja. Machst du das als Fernkämpfer, oder? Probier's ja, mal. Ich probier's. Fight. Fight like you've never fought before. Wir kämpfen so, wie wir nie zuvor gekämpft haben. Ich gehe mal ein bisschen Heilung rauf hier. Pass auf die anderen Gegner. Ja. Boah, jetzt sind eine Menge Eier. Oh, boah, ja. Ja, ja. Ich gehe mal hier oben hin. Hast du den kaputt? Mal hier oben. Nicht in meinen Kreis reinlaufen. Oh, da oben ist noch eins. Ich zieh's mal hin, ja? Darf ich? Ja. So. So, jetzt ist kaputt. Na, halte mal für 3 Sekunden, dann machst du ja wahrscheinlich das Ding weg. Ist schon viel zu viel Eier draußen, das geht also da gar nicht. Ich bin tot, ja. We will prevail. Ich glaub, lass mich mal ganz kurz, bei mir ist das Ding ja näher dran. Ne? Okay, jetzt kannst du nehmen. Achso, Bibi ist ja weg. Oh. Ist natürlich uncool.
zack. Immun. Ach. Jetzt weiß ich, wie man das mit den Eiern. Wie denn? Ja, Belf ist überzieht. Na, ich doch gesagt. Haben wir das schon die ganze Zeit gemacht. Das habe ich gar nicht mitgekriegt, sehe ich erst jetzt. Überraschung. Und da bin ich wieder. Oh. Hier unten gibt's Heilung. Zieh mal rüber. Aber ich mach's mal. Zieht euch die Heilung rüber. Ich häng ja gerade ein bisschen. Komm. Ich häng ja wirklich gerade ein bisschen fest. Ah, jetzt hat er mich rausgekickt. So ist gut. So, ja, und die Eier. Ich weiß gar nicht, wo ich zuerst angreifen soll, ey. Ja. Von der Zeit her könnte es machbar sein. Ja, ja. So, der Heilerschrein ist gerade ein bisschen aktiv geworden. Warte, jetzt hier rüber. Du bist der Heil. Wunderbar. Kann man gut gebrauchen. Oh. Ach, da hin. Oh, Alter. Wir müssen uns unverwundbar machen. Zeit sieht sehr gut aus. Ja. Zeit sieht sehr gut aus. Da kommt das Ding wieder. Ja, vorsichtig. Geht auseinander. Hä? Warum kann ich nicht? Achso, jetzt ist die Fähigkeit. Hau mal direkt drauf, alles was du hast. Wenn er mich nicht umwerfen würde, ja. Ach, das ist natürlich uncool. Ja, irgendwie schaffe ich nicht bei dem Gegner. Also ich hau ja, ich bin standhaft vor dem Ding. Nein, ich bin kaputt. Hau raus, was du hast. Hau raus, was du hast. Na ja. Juhu! What has become of this place? Yeah. Explosives Omelette. The Gladiator. Much less a guardian. The new master cares not for tradition. Prophets? This needs to end. Ja, gut, hatten wir ja schon mal. Ja, war schon. Oh, ja. Juhu. Ich bin gar nicht mehr rausgekommen, weil ich immer wieder singelt war. Ja, nee, die Herausforderung, denke ich mal, ist hier zu schwer als zu dritt. Sag mal, ist es eigentlich aber auch nur mir aufgefallen, dass wenn diese Dinger um einen rumschwimmen, dieses grüne Zeugs, und dann diese Explosionsviecher da reinlaufen, dass die wieder in ihre Eier gegangen sind? Da habe ich nicht drauf geachtet. Das ist mir irgendwann mal aufgefallen inzwischen. Ich muss mir das echt mal nachher in dem Video angucken, ob das echt so war. Weil nochmal mache ich den nicht. Nee, nee, das wollte ich gerade sagen. Das machen wir nicht. Wir machen jetzt eine andere Aufgabe. Okay. Nee, mir kam so vor, immer wenn dieser grüne Kreis um uns rum war und dann diese Explosionsviecher da reingelaufen sind, dass die in ihre Eier zurückgegangen sind. Dann schlüpft der Counter nochmal aus, oder wie? Was war das hier oben? Ja, genau. Ruf den Orb einmal. Das war das mit den ganz vielen Pflanzen. Den Gegnern. Was war mal knapp? Was mit der Zeit? Würde das gehen? Mit dem Orb egal rufen? Ja, das haben wir ja eigentlich so gut hingekriegt. Mit der Zeit her, aber wie gesagt, das ist... Na, probieren wir es einmal. Ja. Wir brauchen ja nur noch zwei Kristalle. Also einmal die Zeit und dann gucken. Wenn es knapp ist, machen wir natürlich nochmal, oder? Ja, mal sehen. Mal sehen. Na, wie die Stimmung ist. Er wird bestimmt schlecht werden nach der Aufgabe. Ich nehme den mal mit, ja. Den Ballfuß, damit wir auch dann versuchen. Ja. Also erst nach rechts. Ja. Okay. Hast du dieses Level? Ach, das war das andere Level, was ich jetzt gerade in Erinnerung hatte, okay. Was hast du denn da rum? Ihr müsst doch aufstellen und dann geht's los hier. Ja. Da. Muss nicht mal Belfis oben stehen sogar. So. Jetzt könnten wir ja die Dinger kaputt machen eigentlich. Otto, mal leid, ich brauch das Ding. Du kannst ja auch so drauf stehen bleiben, glaube ich. Ansonsten, der ruft nochmal. Mann! Ja, ja. So oft Belfis nicht. Ich hätte aber gerne mal mit der Herausforderung probiert, aber gut. Nee, Herausforderung lassen wir gleich mal weg. Ich mach grad die Pflanze kaputt, ne? Geh mal denn. Verdammt. Nur aktivieren bitte und dann weg. Achtung, da ist Heilung. Ja, okay, cool. So. Ach so! Ja. Ach, hab ich ja ganz vergessen. Ey, Mann, die Viecher, die halten ja ganz schön schnell kaputt. Und die Kugel mit, ja. Ja, eigentlich hatte ich sie. Ja, der wurde festgehalten von so einem Typen. Also jetzt müssen wir sogar vernichten hier. Das sind nur zu viele. Oh, und jetzt Explosion. Bam. Nein. Muss er. Gib mir her. Nicht so weit rausgehen. Wow, ja, Heilerpfeil, bitte. Okay, wunderbar. So. Wir müssen irgendwo wegkommen, ey. Die sind da voll mies, die Dinger. In der Tat, ja. Lass ihn mal niedermetzeln. Oh, ich werde schon wieder festgehalten. Ivi?
Was denn? Die Dinger schnell wegmachen und dann gehen wir zum nächsten. Weil die hindern uns die ganze Zeit. Da kann man nichts machen, wenn die hinter sind. Ah, du stoppst mich. So, weiter. Okay. Nimm mal die Kugel wieder und dann geht's weiter. Ja. Was war die Zeit? Jetzt habe ich nicht drauf geachtet vorhin. Drei noch was. Wow! Boah, das ist ja sowas. Ach du Kacke. Nein! Du kannst mich doch nicht einfach töten. Ja, ich hatte die Kugel noch über mir und die hat keiner weggenommen. Okay, Wiederholung. Bin für eine andere Prüfung. Immer probieren wir nur. Also ich versuche nebenbei die Pflanzen zu zerstören. Gut. Na noch, momentan ist ja egal, wer zieht. Hauptsache ihr bleibt erstmal hier oben irgendwo stehen. Irgendwo mittig am besten. Ich ziehe sie dann rechts auf so eine Pflanze, nicht, nicht gleich mehr wundern. Ich nehme mal die hier oben direkt. So direkt jetzt. So, Heilung mal anmachen. Wenn du immer hast, Heilerpfeil werfen, ne? Jo, die eine Pflanze ist weg. Achso, jetzt machst du, okay. Okay. Ja, ich musste mal. Ja, jetzt kein Problem. Ja. So, und bam, Explosion. Der ist weg. Bibi, nicht so weit raus. Oh, ich brauch das Ding, ich brauch das ja, Ding. Ja, nimm ruhig. Nicht zu weit raus. Weiter. Bibi braucht ein bisschen Heilung. Ich mach unten mal ganz kurz. Ich bin eingekreist hier. Ja, ich mach gleich so. Und bam. Ah, betot. Okay. Dann geh ich mal kurz. Du schaffst das schon. Greif mich an, los. Und bam, Explosion. Jetzt weg. Nee, geh nach links weiter gleich. Die andere Prüfung weiter. Ja. Oh, ein bisschen schneller. Juhu, juhu. Und der. Oh, ich bin wieder da. Ja gut, ich bin auch gleich wieder dran. 3 Sekunden. So, und weiter. So. So, ich lass die Kugel hier stehen. Ach du Kacke. Oh. Ach, das war das. Da waren 3 Flächen. Eine war hier oben. Ich geh hier hin. Dann kommt da unten. Da kommt von oben noch ein Gegner. Und unten auch. Ey, pass auf. Achso, Tim, komm raus. Bin tot. Verdammt. Wenn er eine Kugel braucht zum Wiederbeleben, dann solltest du da oben rauskommen. Bescheid sagen, ja. Nein! Ich brauch so kurz. Ja. Du auch? Ey, so viele Viecher, das gibt's ja gar nicht. Wie soll man das zu dritt oder zu. Wenn er alleine ist, wie soll man das schaffen? Da kommen bestimmt weniger. Ja, da kommen weniger, aber trotzdem. Es grenzt doch schon fast an einem Wunder, wenn man das schafft. Was ist passiert? Oh! Ja. Na, so ein Kreis hat ihn gekillt. Verdammt. Wo ist nochmal? Bin wieder da. Er ist ja auch hart, ja. Wenn wir die verlangsamen können. So. Jetzt müssen wir ja eh warten. Aber auf den dritten hier raufkommen. Ah. Ja. Ein bisschen heilen währenddessen. So. Wer mich schon mal da unten hin? Ivi? Kommst du? Ich hab mich schon mal auf. Da unten ist jetzt so eine Platte erschienen. Ja, ich mach ein bisschen, versuch mal ein bisschen mittiger. Weil das da unten schon nah am Rand. Wenn einer Kugel ruft, jetzt Bescheid sagen. Jetzt kommen Gegner, sobald da einer in der Mitte steht, denk dran. Und wenn einer. Wenn Gegner kommen, dann kommst du am besten da vorne weg. Weil dann muss ich ja auch mich bewegen. Ja. So, jetzt komm mal weg da. Gut, dann. Ja, bin weg. Komm ich mal. Muss die Kugel ziehen. Heilerpfeil haust du am besten raus. Damit du bloß nicht in die Bedrängnis kommst. Ah ja. So, und wieder rauf. Ja, Kugel Mitte. Da, die Kugel hin. Ivi, gehst du wieder in die gefährliche Position? Gut. Und los. Gib mal einen Heilerpfeil irgendwo hin, wenn du hast. Also irgendwie, damit die BD getroffen wird, keine Ahnung. Und weg. So gut. Ich glaube, die Zeit war 4 Minuten oder so. Hat jetzt. Keine Ahnung. So, Baby, Mitte, warte. Da. Ja, das müssen wir 4-mal machen, anscheinend, ne? Achtung, warte, lass mal ein bisschen aufladen. Das hätten wir wenigstens das nächste Viertel geschafft. Ey, die Axtkämpfer, wenn der mir wegprügelt, komme ich da nicht weg. Na gut. Ha! Ich würde denen gerne rinkicken und weiter. Oh, und wieder hoch. Wir kommen hier nicht so viel. Schaffen wir nicht mehr von der Zeit. Du weißt ja gar nicht mehr, wie viel Zeit war, oder? Na, 3 noch was war's, Boss. Ja? So, ich bin weg. Achtung. Ich hab mich da runtergekickt. Ich hol mal den Kugel ein bisschen dran. Okay. Ja, dann können wir gleich nochmal machen, oder nicht? Nee, schneller schaffen wir es sowieso nicht. Siehst ja, wie es läuft. Hätten wir jetzt hier zum. Na wohl, wenn es 4 wären, hätten wir vielleicht hier jetzt 4 Plattformen, wa? Ja, garantiert, so in der Mitte noch. Warten wir mal. Aber erstmal den da weg. Boah.
Zack. Boah, Pam. Naja. Mit Google mitnehmen, ja. Oh. Das wird jetzt lustig. Schon mal an Deckung einer oder weiß ich nicht. Ich geh mal weg. Ich geh kurz rauf. Und jetzt geh ich wieder weg. Ja. Nein, der wird mich zurückgeschlagen. Das war eine Kacke. Wir können das Ding ja auch runtersaugen. Was wohin saugen? Du. Na. Weg da. Ah. Du warst gerade in einem Move drin, ne? Ja, da kann ich nicht weglaufen bei. Was hast du denn jetzt passiert? Mein Forst ist abgeschmiert. Was? Ja. Echt? Auf einmal so einfach klack, Bild weg. Tja, das war's jetzt erstmal für die Folge und wir sehen uns, denke ich mal, beim nächsten Mal wieder. My name's Balthus. And I am your spirit mentor.